Willkommen in der kleinen Holzwerkstatt zu einem neuen Video und wir schauen uns heute mal diesen Tellerschleifer an. Und dieser Tellerschleifer, den schauen wir uns nicht nur an, sondern ich zeige euch, wie ich den gebaut habe, mit Maßen, Materialien, allem was dazugehört, sodass ihr nachbauen könnt. Und wenn dich das interessiert, bleibt dran. So ein Tellerschleifer zu haben ist sehr, sehr wertvoll. Ich würde es als unverzichtbares Werkzeug bezeichnen in der Werkstatt. Ich habe mir lange überlegt, baue ich den nicht. Es gibt leider kein Video dazu. Deswegen muss ich euch den erstmal zeigen. Und wir gucken uns den jetzt mal ganz genau an. Sodass ihr den nachbauen könnt. Ich zeige euch jetzt mal alle Maße. Ich schaffe den jetzt erstmal hier rüber. So, ich bin in meinen Videos immer wieder gefragt worden, was ist denn das eigentlich da hinten in der Ecke? Und kannst du da mal dazu was sagen? Gibt es dazu ein Video? Keine Ahnung. Also all solche Dinge. Und ja, es gibt leider kein Video dazu. Ich habe diesen Tellerschleifer gebaut, bevor ich überhaupt begonnen habe, Videos zu drehen. Aber was ich heute machen möchte, ich möchte euch heute zeigen, wie ich den gebaut habe. Ich lasse euch mal so ein bisschen reingucken, wie das Ganze da drin aufgebaut ist, wie es befestigt ist. Und ich würde sagen, wir fangen einfach mal an und bauen vorne mal diese Blende ab oder diesen Arbeitstisch ab. So, und den können wir uns mal ein bisschen genauer anschauen und damit fangen wir eigentlich schon an. Das ist eine Siebdruckplatte da oben drauf. Die hat bei mir eine Stärke von 20 mm. Ich habe 20 mm dazu verwendet. Die Aufnahme unten ist einfach nur eine Winkelkonstruktion. Ganz simpel und einfach gemacht. Ja, hier habe ich eine Gehrung geschnitten und verleimt. Dann eben hier solche Dreiecke eingepasst. Und das Ganze dann eben hier mit der Siebdruckplatte verschraubt. So, das ist nichts Dramatisches. Ich gebe euch mal die Maße zu diesem Winkel. Der Winkel hat eine Größe von 14,5. Ist also 14,5 hier in der Ausladung. Wir haben 18er Material, also 18er Multiplex. Das ist eigentlich das. Die Breite des Tisches liegt bei 39,5, die Tiefe bis zur Scheibe liegt bei 19 und hier sind solche Zapfen dran, ihr seht es. Ja, die müsst ihr auf jeden Fall dran machen, weil die greifen hier drumherum und hier habt ihr dann quasi die sichere Position, sodass ihr nach links und rechts das ganze Thema nicht verschieben könnt. So, das ist mal der Auflagetisch, ja, dann gibt es hier noch eine Nut. Die Nut hat die Breite, ich hatte ja mal eine GTS 10, ihr wisst's, und die hat die Breite dieses 90-Grad-Anschlages, den es bei der GTS 10 gibt. Den habe ich hier eingefräst, von der Scheibe entfernt 10 cm. Damit habt ihr schon mal die Maße. Vom Arbeitstisch. So, kommen wir kurz zum Gehäuse. Das Gehäuse ist sehr, ja, ich sag mal, massiv gemacht. Also das ist wirklich massiv. Und zwar sind es 4 Platten. Einfach insgesamt bin ich auf eine Dicke von 60 mm gekommen. Ich habe 60 mm Tiefe hier. Und dazu habe ich 4 Platten verleimt. 2 18er, 2 12er. Das sind dann eben diese 60 mm. Und die Breite liegt bei 36 und die Höhe bis zum Boden, den Boden, das zeige ich euch auch mal ganz kurz, wie es aufgebaut ist, dass ihr das seht. Ihr seht also hier den Boden unten, auch ein 18 mm Multiplex und dann eben diesen Rahmen, der dann eine Höhe von 36 cm hat. So, also wir haben hier eine 36 cm Höhe, hier eben auch diese 36, das ist einfach quadratisch. Und diese ganzen Platten sind verleimt. So, jetzt, wenn ihr das gemacht habt, dann müsst ihr natürlich hier noch diesen Kreis ausschneiden. Ich habe hier eine 30er Scheibe drauf. Und diese 30er Scheibe müsst ihr einfach
zur Scheibe bzw. zum Korpus ein bisschen Luft lassen. Nicht viel, ansonsten zieht, wenn ihr eine Absaugung dran macht, ich habe ja da unten eine Absaugung drin mit 50 mm Durchmesser. Wenn ihr hier zu stark den Abstand lasst, ist die Unfallgefahr auf der einen Seite da, aber auch es wird sehr viel Luft von der Seite angesaugt. Und das soll es ja eigentlich nicht. Die Luft soll ja mehr oder minder von da unten weggesaugt werden und über diesen Tisch oder über diese Kante. Deswegen versucht hier relativ nah ans Gehäuse heranzugehen. Und ja, dann sägt man das mit der Bandsäge aus oder wie auch immer man das aussägt. Oder mit der Stichsäge, das könnt ihr machen, wie ihr möchtet. Und ja, und dann habt ihr den Rahmen, der wird dann verleimt. Und dabei müsst ihr beachten, dass die hintere Platte nicht ausgesägt wird, sondern die erhält hier nur ein Loch. Ein Loch, das einfach nur diesen Halbkreis aufnimmt, ja, wo er den Motor durchführt zur Scheibe hin. Jetzt machen wir mal die Scheibe runter und dann gucken wir uns mal diese Scheibe an, wie es da drunter aussieht. Also dazu einfach dieses Schleifpad hier abziehen. Ich habe einen Klettverschluss drunter und ihr seht hier auch schon zentral eine Schraube drin. Und an dieser zentralen Schraube wird das Ganze gehalten. Das heißt also, da läuft der Teller und wird gehalten auf der Motorwelle. Die schrauben wir jetzt mal auf. Das ist bei mir eine Senkkopfschraube. Kann man jetzt von hier, von der Seite ein bisschen einhebeln. Na. Und kann die Scheibe abziehen. So, ihr seht jetzt da hinten den Aufbau. Das ist auch eine 18 mm Multiplex-Scheibe. Wir haben hier nochmal einen Aufbau. Zweimal im Grunde einen Aufbau drauf. Das könnt ihr rund machen, das könnt ihr viereckig machen, das ist völlig egal. Ich muss das hier rund machen, weil ich hier den Ausschnitt drin habe und den Motor hier angeflanscht habe mit diesen vier Schrauben. Ebenfalls Senkkopfschrauben, hängt natürlich von eurem Schraubbild vom Motor ab. So, deswegen habe ich hier ein rundes Teil, das hier da drin versenkt wird und hier eben dieses viereckige Teil. Aber insgesamt ist diese Bohrung hier, die seht ihr, die ist fast durchgängig. Ja, also die Schraube die hier natürlich nicht. Aber es hängt jetzt davon ab, wie tief ihr die macht von eurer Welle, die ihr an eurem Motor habt. Meine Welle ist 19 mm stark. Das heißt, ich habe mir dazu auch einen 19er Forstner Bohrer gekauft. Und ihr seht auch hier, gibt es eine Mitnahme. Ja, was ist das? Ein Mitnahmekeil oder eine Feder. Man sagt, glaube ich, auch Feder dazu. Mitnahmefeder, die dann eben die Scheibe, die auf dieser Welle drauf sitzt, mitnimmt. So, ihr seht hier, ich zeige euch das mal hier oder da. Hier seht ihr zwei so Leisten aufgesetzt. Das ist so ein kleiner Absatz drin. Und dieser Absatz, der kommt daher, dass die Scheibe ein bisschen aus dem Gehäuse rausstand. Also die war nicht bündig mit dieser Fläche, sondern die war einfach, die stand ein bisschen weiter raus. Und ich wollte einen gewissen Abstand vom Anschlag des Tisches. Das heißt, wenn so der Tisch drauf kommt, machen wir den mal drauf, dann seht ihr das, was ich meine. So, wollte ich, dass hier ein gewisser Abstand ist. Also hier. Und den habe ich durch diese Leisten erreicht. Die könnt ihr immer drauf machen dann, wenn der Abstand oder beziehungsweise wenn die Welle zu weit raussteht und die Scheibe dann eben mit dieser Fläche nicht abschließt. Deshalb musste ich machen, sonst hätte die Scheibe am Tisch geschliffen. So, also ihr seht hier ein Motorflansch, auch alles angezeichnet. Dann in die Mitte gesetzt, mit dem Kreisschneider ausgeschnitten. Das Ganze hat bei mir hier einen Flansch von einem Durchmesser von 80. Das heißt, wir haben hier einen 80er oder etwas kleiner. Ja, einen kleineren, das ist etwas kleiner hier. Aber dieser Durchgang ist 80
und entsprechend müsst ihr eure Schrauben dann eben für den Motor setzen. Ja, zum Boden, wie gesagt, der ist auch 36 auf, messen wir den mal, der hat bei mir 26, hat hier einen Überstand natürlich, weil hier der Tisch ja eben montiert werden soll, also hier soll der Tisch so angeschlagen werden und deswegen dieser Überstand müsst ihr gleich mit berücksichtigen. Hinten habe ich so ein paar Dreiecke reingesetzt zum Verstärken und ja, das war eigentlich das. Also ihr seht, ist nichts Dramatisches, ne? Dann habe ich hier hinten drin die 50er Bohrung und diese 50er Bohrung ist einfach dazu da, dass man hier mit einem HT-Rohr drauf kann, um dann eine Absaugung zu realisieren. Denn dieser Kollege hier, der macht schon ordentlich Staub, das glaubt man gar nicht. Ja, dann der Motor ist eigentlich so ein bisschen das Herzstück der ganzen Geschichte und da müsst ihr ein paar Dinge beachten. So, ich zeige euch mal, wie das bei mir aussieht. Das ist ein Single-Phasen-Induktionsmotor. Das heißt also, der hat in meinem Fall 50 Hertz, er hat 230 Volt. Und wo ihr darauf achten müsst, ist, dass ihr eine gewisse Drehzahl nicht überschreitet. So, das ist ein 230 Volt Motor. Jetzt habe ich es. Wir haben hier 1 kW, das heißt also 1000 Watt hat er zur Verfügung und das solltet ihr auch haben. Also sollte ein Mindestmaß sein, 1000 Watt, denn dann seid ihr in der Lage oder beziehungsweise ist der Motor in der Lage, die Scheibe auch, wenn ihr schleift, weiter durchzuziehen. Verliert nicht an Geschwindigkeit, verliert nicht an Kraft. Das ist einfach notwendig bei der Größe. Denn wir haben ja hier eine 30er Scheibe drauf. Was die Drehzahl anbetrifft, habe ich euch ja gesagt, da dürft ihr eine bestimmte Drehzahl nicht überschreiten. Ich habe mich für einen Motor entschieden mit einer Drehzahl von 1300 Umdrehungen. Wenn ihr euch einen Motor raussucht, da gibt es viele Motoren, die es in eBay gibt und sonst wo in irgendwelchen Plattformen, die man gebraucht kaufen kann, die nicht viel Geld kosten. Die haben dann meistens so 2500, um die 2500 Umdrehungen. Das ist einfach deutlich zu schnell, denn dann verbrennt euch das Material. Dann dreht sich die Scheibe viel zu schnell, die Unwucht, die dann dabei entsteht, kann auch eine Größe annehmen, die dann keinen Spaß mehr macht, weil so genau kann man diese Scheibe dann auch nicht zentrieren bzw. auswuchten. Und dann verbrennt euch aber auch das Material, das er daran schleift. Jetzt ist es ja so, die Scheibe ist ja immer die Frage, wo man schleift. Ne? Schleife ich hier außen, dann habe ich eine hohe Umlaufgeschwindigkeit. Schleife ich hier innen, ist die Umlaufgeschwindigkeit natürlich kleiner, das ist klar. Oder die Geschwindigkeit grundsätzlich, an der das Schleifkorn am Werkstück vorbeiläuft, die ist natürlich hier etwas geringer, hier höher. Und natürlich könnte man jetzt auch einen höher drehenden Motor nehmen und weiter innen schleifen. Nur da könnt ihr den Außenbereich einfach nicht nutzen. Das ist halt so. Und bei mir ist es so, dass man bei 1300, dass das eine optimale Größe ist, was die Umdrehungszahl anbetrifft. Und dann könnt ihr eigentlich die ganze Scheibe nutzen. So, kommen wir zu einem weiteren Element, nämlich hier der Schalter. Schalter, ganz klassischer Ein-Ausschalter. Ja, der Sicherheitsschalter, der dann, wenn ihr Strom, also wenn die Sicherung rausfliegt und ihr habt den eingeschaltet dann, und das ganze System ist dann stromlos oder da ist überhaupt kein Strom mehr drauf auf dem Kabel, ja, dann schaltet dieser Schalter automatisch ab. Sprich, wenn die Sicherung wieder reingedreht wird, dann ist es so, dass der Tellerschleifer nicht anläuft und gegebenenfalls dann einen Unfall verursacht, wie auch immer. Also das solltet ihr auf jeden Fall haben. Den habe ich hier seitlich montiert, direkt zum Motor und von dort aus dann eben mit dem 230 Volt Kabel weg. So, und um die Scheibe wechseln zu können oder beziehungsweise dieses Schleifpad wechseln zu können, wenn ihr da vorne den Tisch dran habt, na, wenn der Tisch also jetzt hier so montiert ist, dann kann man das Schleifpad natürlich schlecht hier wegnehmen. Deswegen muss dieser Tisch abnehmbar sein und um dass das abnehmbar ist, habe ich einfach seitlich, das zeige ich euch mal, solche Schließen montiert,
Und diese Schließen, die werden einfach, die klappt da so nach vorne. Ich mache das mal kurz mit dem Tisch, dass ihr das seht. Also wir haben hier am Tisch haben wir so einen Haken montiert. Hier die Öse dazu, beziehungsweise die Klemme dazu. Und dann wird es einfach nur so zugeklipst. Und damit ist es geschlossen. Der Tisch ist dran. Und er wird ein bisschen mit Zug herangezogen, denn das Ganze steht so ein bisschen unter Zug. Ja. Und dann habt ihr dort eine wunderbare Verbindung, die super abnehmbar ist. So, hier unten haben wir nochmal eine Motorunterstützung. Das heißt, dass der Motor, der ja nur hier an diesem 18er Multiplex hängt und mit vier Schrauben verschraubt ist, der wird dann einfach hier durch diesen Block nochmal unterstützt, sodass er da entlastet wird oder beziehungsweise, dass die Aufnahme hier in dieser 18 mm Platte entlastet wird. Ja, das war's eigentlich im Wesentlichen. Mehr ist da eigentlich nicht zu sagen. Die Maße habe ich euch ja einigermaßen gesagt. Der Rest müsst ihr natürlich ausrichten an euren Motor. Also je nachdem, was für einen Motor ihr habt, muss der Klotz da hinten, der Aufnahmeklotz muss unterschiedlich sein. Die Bohrung muss gegebenenfalls eine andere sein. Bei der Welle hängt es natürlich auch davon ab, was für einen Durchmesser habt ihr in der Welle. Entsprechend müssen die Aufnahmen gestaltet sein. Aber das hier ist eigentlich immer gleich. Das kriegt ihr eigentlich immer gleich hin, dass das Gehäuse abgestützt wird zum Boden hier über dieses Dreieck. Das ist klar. Und der Tisch, der ist eigentlich auch immer, ja, das ist auch in Abhängigkeit, wie gesagt, vom Gehäuse zu sehen. Aber der den kann man auch natürlich variabel gestalten, so wie ihr es gerne möchtet. Wenn ihr den Tisch breiter haben wollt oder tiefer haben wollt, ist natürlich jederzeit möglich. Die Teile als solches, außer Motor, aber Schalter, dann dieses Pad da innen drin, dieses Klett-Pad, das klebt man auf. Das habe ich mit Patex aufgeklebt und das war's. Und das hält super, super stabil, also ist super fest. Den Rest verlinke ich euch unten in der Videobeschreibung und damit seid ihr in der Lage, den nachzubauen. So, ich habe euch jetzt alles versucht zu erklären, was mir im ersten Moment so eingefallen ist. Sollte irgendeine Frage offen sein, schreibt es mir bitte unten in die Kommentare, beantworte ich natürlich jederzeit. Ansonsten, ja, wenn euch das Video gefallen hat, freue ich mich über einen Daumen nach oben. Ich freue mich über ein Abo. Dann verpasst ihr auch nichts mehr, was bei mir in der Werkstatt hier los ist, was gebaut wird und. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, macht's gut, Servus.